Servus und hallo zum Aftermatch-Talk von 1889 FM. Ich bin der Tom, neben mir ist der Brownie. Wir haben gerade dieses Spiel hier gegen Viktoria Köln kommentiert. Brownie, wie ist deine Gefühlslage, wie geht's dir? Ja, ich bin gerade etwas genervt tatsächlich. Ich habe mir heute viel vorgestellt. Ich habe am Montag des Jahres, glaube ich, auch im Podcast so gesagt, dass wir einfach heute Vollgas geben sollen und Glücksack ohne Rücksicht auf Verluste, scheiß auf drohende gelbe Karten, scheiß auf meinetwegen gelb-rote Karten, scheiß auf Gegentore, einfach Vollgas und Tore schießen. Eins haben wir gemacht, aus dem Spiel raus tatsächlich. Es war auch ganz okay. Jonas Bauer, für den hat es mich auch gefreut in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit war auch okay. Aber fängst du dir ein dummes Gegentor und ganz ehrlich, wirklich gefährlich warst du die ganze erste Halbzeit nicht, warst die ganze zweite Halbzeit nicht. Es war einfach wieder zu wenig. Ja. Musst du klar sagen, wenn du hier Gegner weghaben willst, wenn du hier die zweite Liga noch irgendwie möglich machen willst, so hat halt Münster jetzt morgen die Steilvorlage, alles klar zu machen. Haben sie sich auch verdient. Aber ganz ehrlich, sollen sie machen. Dann geht's für uns nächsten Spieltag um gar nichts mehr. Dann können wir nochmal schön hier Schaulaufen gegen Saarbrücken machen, uns warm spielen für die Relegation und am Fernsehen schauen, wie wen es geht. Anders kann ich es jetzt echt nicht sagen. Also heute mal wieder angepisst, aber groß draufhauen kannst du auch nicht, weil es gibt noch wahrscheinlich 3 Spiele. Ja, also das muss ich, wie gesagt, wie du also sagst, ehrlicherweise sagen. Also ich würde mir ehrlicherweise den Rückblick so aufs Spiel sparen, also die jetzt wieder Halbzeit durchgehen, aber macht für mich jetzt in dem Sinn macht für mich keinen Sinn. Mir geht's mit der Gefühlslage aber einfach relativ ähnlich. So, es war per se jetzt nicht super schlecht, man hat gemerkt, sie könnten, sie wollten und so weiter, aber es ist halt einfach am Ende zu wenig. Du hast auch nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit hast du fast noch das 2-1 kassiert einmal, ja. Genau. Schiedsrichter muss auch einmal die Notbremse ziehen, die zum Glück keine Notbremse war, sondern nur gelb, weil noch einer mitgelaufen war. Aber sonst, es waren die 2 Chancen für Köln in der zweiten Halbzeit und dann gab's eine in der ersten Halbzeit, die war halt drin. Das ist wie gegen Freiburg, da kombinieren sie das erste Mal durch. In Freiburg das erste Gegentor war wirklich exakt genauso. Du hörst immer früh im Pressing, hast eigentlich immer den tiefen Ballgewinn dann auch in der gegnerischen Hälfte. Und wenn sie einmal durchkommen, dann wird's halt gefährlich. Aber das darfst du dir halt auch auf dem Niveau nicht erlauben, wenn du aufsteigen willst. Da muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich sag's auch jede Woche, andere Mannschaften, die da oben mitspielen, haben halt 17 Torstürmer, die haben wir nicht. Genau. Da musst du halt irgendwie aus dem Kollektiv die Tore machen und es ist schön, dass Jonas Bauer mal trifft. Aber trotzdem reicht das einfach so nicht. Es ist halt eben, wie du gesagt hast, du genervt bist und mich nervt, es halt eben zum Beispiel einfach auch, dass du sagst, es ist nicht schlecht, es ist gut, es passt alles, aber es ist halt einfach am Ende so dieses bisschen, wo du dir halt denkst, schon wieder so ein Gegentor, schon wieder so ein Fehler, da kommt wieder so eine Flanke. Einfach, man muss halt einfach sagen, ich glaube, so haben wir einfach in der zweiten Liga vielleicht nicht unbedingt was verloren, wenn wir uns nicht steigern würden, wenn wir uns nicht nachverbessern würden. Also deswegen, also die Relegation ist absolut gerechtfertigt. Münster, wie du gesagt hast, Münster soll da in Ruhe aufsteigen. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, wir sind keine schlechte Mannschaft, aber es fehlt halt einfach am Ende so ein bisschen. Dieser 17-Tore-Stürmer, der fehlt und die besseren Flanken fehlen. Weil, trotz allem. Ich finde es gut, dass wieder so wie Gäste dabei waren, auch wenn die letzten Wochen echt ein bisschen, es ist schwierig, auf dem Montag, eigentlich müsste die totale Euphorie haben, wenn wir diese Rückrunde, wenn die jetzt so wäre wie unsere Hinrunde, wenn wir die getauscht hätten quasi und die Hinrunde ein bisschen verkackt hätten. Ja, ich dann hätten wir jetzt die übelste Euphorie hier wahrscheinlich über 1000 Jahren Fans im Stadion gehabt. Ja. So finde ich schön, dass alle da waren, die da waren und vor allem auch, das sieht man jetzt gerade wieder, auch die Szene nicht ganz so lethargisch ist, wie wir uns hier gerade präsentieren, sondern auch nochmal, glaube ich, eine kleine Ansage vom Vorsänger gibt und ja, es gibt nichts anderes. Du musst den Jungs einheizen, du musst den Jungs den Rücken stärken, weil es gibt jetzt noch mindestens ein Spiel, wahrscheinlich sehr sicher sogar noch 3, wenn Münster morgen nicht total verkackt und es nochmal spannend macht und dann zählt's halt, weil du kannst immer noch alles schaffen und ich habe es am Montag im Podcast gesagt, es ist, du spielst in der Relegation gegen einen Gegner, wenn du in die Relegation kommst, einen Gegner, der definitiv schlechter drauf ist als du. Die sind Drittletzter geworden, nicht Dritter von oben. Also auch wenn es bei uns sich gerade so anfühlt, irgendwie jedes Spiel, wir sind am Ende trotzdem die drittbeste Mannschaft dieser Liga, mindestens. Ja. Es ist halt eben, wie du gesagt hast, es ist halt einfach eine Gefühlssache. Ja? Es ist halt einfach dieses Gefühl, wo du sagst, wir gehen halt gerade von oben nach unten. Wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, ich sage es immer wieder, wie es Franz Gerber damals schon gesagt hat, wir gehen halt gerade den Weg von oben nach unten. Wenn wir es andersrum gehen, wenn wir es mega geil. Hier Schlangen, Franz, hör mir auf. Hey. Na, und ansonsten, wie gesagt, das ein, was du im Podcast hast, das finde ich eigentlich ganz gut. So kannst du im Nachhinein eben mit der Saison noch sagen, es ist super, eigentlich wie es war. Klar, man hätte sich mehr wünschen können, klar, man muss drüber sprechen, aber man muss jetzt auch nicht die ganze Welt niederbrennen. Und auch, wie du gesagt hast, mit den Fans, schön, dass so viel da war zur Unterstützung, dass die so Gas gegeben haben. Auch meinen höchsten Respekt bei diesen Temperaturen. Ja, ohne vor allem oberkörperfrei bei diesen Temperaturen. Ja. Schön im Also ich meine, ich fand es im Schatten auch zwischendurch ein bisschen fast... Ja. Ich hätte auch gerne mal kurz Sonne gehabt, aber ich habe keine Sonnencreme dabei. Ich bin ganz froh, dass wir... Das erklärt auch meinen Nacken gerade. Ja. Deswegen, wie gesagt, so bei passt alles. Einfach ein Fokus jetzt auf nächste Woche. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht kackt ihr Münster morgen auch rein und dann schießen wir heute gegen Saarbrücken 20 Tore.
Und ich glaube, jeder, der heute im Gästeblock war, kann bestätigen, es ist einfach geil, bei dem Wetter im Sommer auswärts zu fahren. Also es wird auch in der Relegation richtig geil. Macht einfach Spaß. Wie gesagt, fahrt mit. Ey, nehmt euch Urlaub. Hat's passt. Abend. Ja. Ansonsten eigentlich auch noch, können wir sagen, ja, danke fürs Zuhören. Ich glaube, das war unser beider letzter Turmfunkeinsatz, das erste Mal für die Saison, oder? Ja, also ich mache Relegation nicht, da sehe ich mich im Gästeblock. Tut mir leid. Also ja, da muss ich woanders finden. Sag mal, in dem Sinn auch danke, dass ihr uns die ganze Saison begleitet habt. Wie gesagt, ein Spiel gibt's mindestens noch. Und ja, danke für deinen Support. Nächstes Jahr auch schon wieder. Podcast hat sicher auch noch eine Abschlussfolge, keine Ahnung, ob es vor der Relegation noch was gibt, falls sie kommt. Jetzt hat nicht sich zu sehr ärgern lassen, den Kopf hängen lassen, einfach weiter. Und wie es da drüben so schön gezückt worden ist, das Banner, und wir geben nicht auf. Würde ich so sagen, schönes Wort zum Schluss. Und auf geht's, Rennspiel kämpfen. Wir kämpfen. Auf geht's, Rennspiel kämpfen und siegen. Ja, wir singen jetzt einfach bloß nicht, weil sonst, glaube ich, schauen uns die Leute ab. Ja, das haben wir ja gerade drüben gehört, das war sicher auch Sinn. Also. Macht es gut. Schönen Sonntag noch. Jetzt hat Garnaus den Ball, Garnaus kurz vorm Strafraum will abziehen, schießt dabei in ein paar Kölner. Jetzt kann sich Kota den Ball erobern am Strafraum. Kota schießt, aber gut abgetaucht und Abschlusstor. Kein Abseits. Bauer mit seinem ersten Karrieretor, glaube ich. Natürlich jetzt gerade unnicht, ich weiß es nicht. Ja. Im Nachschuss, nach schönem Abschluss von Dominik Kota an der Strafraumgrenze. Ganz ehrlich, das war heute die Marschroute. Ja. Aus allen Lagen schießen. Erst versucht Skarnaus, dann Kota und dann ist Jonas Bauer da. Dann war noch der vorsichtige Blick zum Assistenten von uns beiden um die Ecke rum. Aber wer hält die Fahne unten? Ja, Brownie, das muss ich. Und der Jan führt mit 1-0. Jetzt freue ich dich tatsächlich nochmal kurz. Das Tor ist so entstanden, so wie ich gesehen habe. Ne? Ball von Geipel nach vorne kam ja wieder zurück vor der Viktoria. Den konnte sich dann gar noch schnappen. Bräunig hat da eine richtig krasse Grätsche gegen zwei Mann den Ball am Mittelkreis mehr oder weniger. In die Spitze reingegrätscht. Genau, dann konnte sich ja Garnaus dann den Ball schnappen, ging vor, hat abgeschlossen. Der breitet dann vom Rücken vom Viktoria-Spieler ab, dann stand Bauer richtig, hat gelauert und konnte dann den Ball an voll vorbeischieben. Ecke jetzt für die Janne von der rechten Seite. Ausgeführt von Andi Geipel über Oskar Schönfeld ist auch dabei. Die Ecke kommt lang auf den langen Pfosten. Kopfball von Bräunig, Ball ist noch scharf. Ball bei uns, dann Rückfall. Kann man das Rückfallzieher schon fast nennen? Nee, also, Fieter eher im Stehen quasi mit dem Kopf, mit den Beinen über dem Kopf und versucht den Ball da irgendwie über sich drüber zu heben. Ich dachte eher, der will nochmal flanken, aber der wird dann gefährlich, weil er länger und länger wurde. Ja, der kam auch so runter, dass voll eingreifen musste. Aber wieder gute Ecke von Andi Geipel. Ball auf links außen bei Mai, der bringt jetzt die Flanke von Freund und Feind vorbei und das ähnliche Tor wie bei uns. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es Bulic, Ziegele war es, der da am Pfosten liegt und als Pfosten benutzt wird. Und über Ziegele geht dann der Ball ins Tor. Aber wie letzte Woche eigentlich, wenn sie es einmal schaffen, da aus diesem Pressing freizuspielen, diesmal halt Köln und nicht Freiburg, dann geht das über 3-4 Stationen, dann kommt die Flanke rein, kann nicht gescheit verteidigt werden und der zweite Ball oder dritte Ball landet dann halt im Tor über Umwege, über Robin Ziegele. Aber wie gesagt, letzte Woche war das jetzt der Ausgleich und nicht die Führung für die Heimmannschaft. Janev ist gut im Spiel, da mache ich mir keine Sorgen. Die wird zurückkommen, aber muss weiter Gas geben. Also das, ich habe es ja am Montag im Podcast gesagt, mir wurscht, wenn wir zwei Tore kassieren, solange wir 5 schießen. Also heute ist wirklich offenes Visier, Vollgas. Und wenn wir am Ende mehr geschossen haben als der Gegner, ist mir das auch recht. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, so klar, es ist blöd, dass es so kombiniert ist, aber man darf nicht vergessen. Das ist aber auch gelb, Schiri. Man darf nicht vergessen an der ganzen Geschichte, dass natürlich auch das Pech dabei ist, dass der Ball abgebräunt ist. Und wieder über Mai. Jetzt versuchen sie da vorne, leider gut kombiniert. Mai da überlaufen und auf dem linken Flügel. Aber die Flanke wird von mehr schlecht als recht geklärt. Zweiter Ball fliegt rein und André Becker, der ist gefährlich, kommt dann mit dem Kopf ran, hat dieses Jahr 10 Tore gemacht für die Viktoria. Beziehungsweise 11, glaube ich. Vorhin war auch André Becker, oder? Weiß es nicht, was er mit dem Ausgleich gemacht hat. Ist ja auch wurscht. Vor diesem Spiel hat er 10 gemacht. Also Kopfbälle würde ich ihm da im Strafraum nicht zu viele geben. Aber der erste Ball war leider von Ziegele ein bisschen zu sehr als Kerze geklärt. 4-Mann-Mauer. Schönfelder steht noch daneben und deckt Handler, der da auch noch auf der Torseite steht. Halbrechte Position kann man schon abschließen. Lopez Cabral macht das auch und der war gut gegen die Latte. Zweite Chance vertan. Und Maler mit dem Querschläger und dann noch mit der Chip nach vorne rein. Aber da ist Gebhardt da. Ich würde jetzt eher Fied sehen tatsächlich als Kota. Fied macht es auch flach, scharf und im Nachfassen hat voll. Den war natürlich voll auf den Torwart. Aber der war auch überrascht. Also so schlecht war die Variante nicht. Den da mit Zug aus Torwart-Eck.
aber ist halt nicht drin, bringt nichts. Kruzifix. Schule dagegen Kota, der kriegt den Freischuss nicht und dann ist es kein Abseits und Anselm ist durch, verfolgt von Geipel, der hat schon gelb. Kann ihn ein bisschen am Schuss hindern und dann Gebaut, ist Gebhardt da. Bleibt da auf der Linie. Wie gesagt, Geipel orientiert ihn, glaube ich, noch ein bisschen Anselm und Anselm macht die Chance einfach nicht. Gebhardt, ich liebe dich, ich kann es nochmal sagen. So.